In der gesamten Menschheitsgeschichte hat es, seitdem es Geldwirtschaften gibt, also seit, sagen wir mal, 1000, 2000 Jahren, hat es immer auch, das gehört zu der zyklischen Entwicklung hinzu, hat es immer auch Schuldenstreichungen gegeben. In der Bibel das Jubeljahr, nicht das Jubiläum, wenn die Schulden gestrichen worden sind. In Athen, in Griechenland, die Seisachtheia, die Lastenabschüttelung, weil es klar ist, dass wegen des kumulativen Charakters auch in der Geldwirtschaft Schulden sich akkumulieren und irgendwann einmal so groß sind, dass entweder der Schuldturm droht oder aber der Zusammenbruch oder aber auch das, der Zusammenbruch der Kreditbeziehung, was für die Gläubiger nicht ohne Belang ist. Und dann kann man das einigermaßen ordentlich machen durch eine Schuldenstreichung. Das hat es gegeben und das hat es auch in der Neuzeit gegeben. Die Griechen erinnern Deutschland vor allen Dingen immer daran, eure Schulden, die ihr gehabt habt nach dem verlorenen Ersten und Zweiten Weltkrieg, sind im Londoner Schuldenabkommen von 1953 gestrichen worden. Und ihr habt die letzten Schuldendienst, der sehr niedrig war im Vergleich zu dem, was wir Griechen, nämlich heute zu zahlen haben, gemessen am Sozialprodukt und der Kaufkraft der Währung und so weiter. Eure letzten Schuldenquoten habt ihr im Jahre 1989, im Jahr der Wiedervereinigung, geleistet. Und dann war alles aus. Nicht? Und das muss auch heute in der gegenwärtigen Schuldenkrise passieren. Aber es ist selbstverständlich, dass es keine Lösung nur dadurch gibt, dass man Schulden streicht oder die Austerity verändert. Man muss auch neu etwas aufbauen, muss die Wirtschaft auch auf neue Grundlagen stellen. Und dazu, glaube ich, ist es sehr notwendig, sowohl die energetische Grundlage zu verändern. Eine Zukunft gibt es nur auf der Basis von erneuerbaren Energien und gleichzeitig die Erneuerbaren kann man nur dezentral zukunftsfähig machen. Man kann sie nicht so zentralisieren und kumulieren und akkumulieren, wie das mit fossilen Energieträgern der Fall ist. Aber wenn man die Energieversorgung dezentralisiert, muss auch die Produktion entsprechend dezentralisiert werden in Form von Genossenschaften, solidarischer Ökonomie und dergleichen mehr. Und dafür gibt es also tausend Beispiele in aller Welt heutzutage. In diese Richtung, glaube ich, wird es gehen müssen. Und dann erinnern wir uns daran, was der Wirtschaftshistoriker E.P. Thompson über den Kapitalismus gesagt hat. Es gibt im Kapitalismus immer sozusagen zwei Geschichten. Die eine ist die von der kapitalistischen Akkumulation und wie sie funktioniert, profitgetrieben, mit viel Energie und Stoffverbrauch. Und dann gibt es immer auch eine Parallelgeschichte im Kapitalismus. Und das ist eine Geschichte, die nicht unbedingt nach dem Profitprinzip funktioniert, die auch marktgetrieben sein mag, aber nicht von einem entbetteten Markt. Und das ist dann eine moralische Ökonomie. Er hat sie als moralische Ökonomie bezeichnet. Heute sagen wir vielleicht eher solidarische Ökonomie, wo also andere Gesichtspunkte eine Rolle spielen als nur das Profitprinzip. Ich glaube, das ist eine Notwendigkeit, die sich aus dem Charakter der gegenwärtigen Krise schlüssig ergibt. Und danach muss man dann entsprechend auch handeln und dieses Handeln dann vorbereiten, indem man Konzepte entwickelt, Utopien entwickelt und diese dann auch versucht, dann zu kollektiven Projekten zu machen. Und das ist dann das, was uns bevorsteht, was unsere Aufgabe ist.